Der FC Bayern scheint aus seiner Phase der übergreifenden Dominanz gar nicht mehr herauszukommen. Champions League gewonnen, dann jetzt zum Saisonauftakt mit 8:0 gegen den FC Schalke 04 in der Bundesliga gewonnen und jetzt soll der Titel im UEFA Supercup noch her und das gegen den FC Sevilla, die heute in den blauen Trikots hier den Champions League-Sieger als aber auch guter Europa League-Sieger herausfordern. Die Bayern in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang machten sich ihrer Favoritenrolle hier aber bewusst und wurden dieser auch gerecht. Goretzka, was für eine Körpertäuschung! Es dauerte nicht einmal 180 Sekunden und der FC Bayern München ging in Führung. Der FC Sevilla überrascht, überrannt und vollkommen bedient. Die haben jetzt noch kein Pflichtspiel absolviert in der La Liga. Und diese leichte Unerfahrenheit, wenn wir das so nennen möchten, diese Uneingespieltheit, unerfahren kann man ja nicht sagen, die zahlt sich hier aus im negativen Sinne. Leon Goretzka mit dem 1:0 für die Bayern. Davis heute wieder von Beginn an dabei. Der wurde gegen Schalke auf der Tribüne gelassen, beziehungsweise auf der Bank. Das war aber die Tribüne in dem Fall. Heute wieder dabei. Leroy Sané legt zurück zu Davis. Wunderbare Flanke. Aber Serge Gnabry bekommt diesen Kopfball hier nicht gut gedrückt. Legt ihn zwar auf das Tor von Bono. Der fängt ihn aber ab. Wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde. Es war ein ungeheurer Druck, der hier erzeugt wurde. Joshua Kimmich. Thomas Müller. Schöner Pass zu Lewandowski. Müller, Lewandowski. Gegen Schalke hat es nicht geklappt aus dem Spiel heraus. Da traf er nur per Elfmeter. Jetzt ist er im 16er wieder aktiv. 15. Minute. Robert Lewandowski mit dem 2:0 für die Bayern. Was gab es um den Polen? Gerüchte. Vor 2, 3 Jahren. Aber er hat es geschafft, mit dem FC Bayern den größten Clubtitel zu erhalten, zu erlangen und dementsprechend alles richtig gemacht. Und der FC Bayern ließ jetzt aber zumindest Sevilla etwas spielen. Nichtsdestotrotz konnten die Spanier nicht viel Ertrag daraus ziehen, dass hier Suso über die rechte Seite, der aber mit dem kleinen Schritt im Abseits steht. Der FC Bayern München bis zur Pause dann nach vorne etwas weniger aktiv, nach hinten dann aber stabil stehen. Flanke von Davis, Diego Carlos mit der Klärungsaktion. Und Gueye klärt es dann zu Navas. Dann war erstmal Pause. Es stand 2:0 für die Bayern. Vollkommen verdient. Es war wieder mal ein überragender Auftritt. Das war nichts mit Schongang. Sie wollen jeden Titel, den es auf dieser Welt gibt, gewinnen. Und das sah hier nach 45 Minuten erstmal richtig gut aus. Der FC Sevilla kam mit einem anderen Gesicht jetzt aber aus den Katakomben und wurde zumindest teilweise gefährlicher. Navas, Flanke von Süle geklärt. Links raus erstmal. Nochmal eine Flanke, die dann aber ins Nichts. Bayern wirklich, was die Defensive anging, sehr diszipliniert. Selbst wenn es mal in die gefährliche Zone kam, wirkliche Abschlüsse auf das Tor von Neuer gab es eigentlich gar nicht. Wieder Davis, Lewandowski lässt hier den Ball aber über den Kopf etwas zu weit rutschen, trifft ihn nicht optimal nach einer knappen Stunde. Aber Davis, diese Flanken, die sind natürlich fantastisch und führen in der Regel dann auch zum Treffer, wenn sie den Kopf von Lewandowski finden. Es wurde allerdings ausgeglichener. Sevilla machte einen weiterhin besseren Eindruck als noch im ersten Durchgang. Und die Bayern, die ruhten sich fast etwas auf diesem 2:0 in Zwischenphasen aus. Wer mag es ihnen verdenken? Hohe Intensität, die wird auch in dieser
Liga noch folgen. Also in dieser Saison in der Bundesliga. Dann dementsprechend Manuel Neuer, aber auch nicht jetzt mehr beschäftigungslos, konnte sich freuen, dass er auch endlich mal eingreifen darf und seine Klasse unter Beweis stellen kann. Noch 20 Minuten. Sevilla drückte jetzt auf den Ausgleich. Escudero und Ocampos. Vázquez von Gnabry gestört. Trotzdem bleibt Sevilla im Ballbesitz. Und Neuer darf ein weiteres Mal eingreifen, hält den Ball aber so fest, dass da kein Abpraller zustande kommt. Wirklich fehlerlos. Mal wieder der Auftritt von Neuer. Heute wurde er auch nicht allzu sehr gefordert. Noch 10 Minuten. Sané, auch keine verkehrte Flanke. Davis zu Leon Goretzka. Jetzt Bono nochmal mit einer guten Tat. Ist da schnell genug unten. Goretzka ging auf den Doppelpack. War ihm hier aber noch nicht vergönnt. Nochmal Sevilla. Suso raus zu Navas. Schöner Pass in die Schnittstelle. Suso, Navas mit der Flanke und das Luc de Jong. Doch noch der Anschlusstreffer. 85. Minute. Luc de Jong. Der zu freistehend zum Kopfball kommt. Süle kommt einen Schritt zu spät. Und dann ist der aus zu kurzer Distanz zu wuchtig auf den Kasten gebracht. Aber es wurde nicht mehr spannend. Die Bayern brachten es über die Ziellinie. Sevilla konnte keine Torgefahr mehr erzeugen. Und so gewinnt der FC Bayern hier mit 2:1 und sichert sich damit den UEFA Supercup. Ein knappes, aber ein verdientes Resultat führt für die Bayern in dieser Saison zum ersten Titel. Der von Neuer, der Pokal in die Luft gestemmt werden konnte. Eine weitere Trophäe für den Schrank, der beim FC Bayern überquillt. Also, der FC Bayern gewinnt hier mit 2:1 gegen Sevilla und sichert sich damit den UEFA Supercup.